Hallo und herzlich willkommen auf Lyrhelda.de. In diesem Video möchte ich euch den Satz von Vieta zeigen. Ein Satz oder eine Sache, die uns einfach in der Mathematik oftmals hilft, aber wir brauchen ihn nicht, wenn wir die PQ-Formeln oder die ABC-Formeln wirklich gut beherrschen. Aber er erleichtert uns öfters mal das Leben. Aber dem Herrn Vieta haben wir noch viel mehr zu verdanken, und zwar das Plus- und das Minuszeichen, das ihr kennt, hat der Herr damals eingeführt. Davor wurde tatsächlich Plus und Minus geschrieben. Überlegt euch mal den Aufwand, wie das heute immer noch machen müsst. Aber wollen wir mal gucken, was für einen Satz er daraus gefunden hat. Und zwar haben wir vorhin schon in einem anderen Video von der PQ-Formel mal gesehen, wenn ich f von x als x² plus px plus q schreibe, nun, dann kann ich das auch schreiben als x minus x1 mal x minus x2, wobei jetzt x1 und x2 Lösungen hiervon sind. Das heißt, da hätten wir dann die Nullstellen gehabt. Das heißt, wenn es aber so stimmt, dann kann ich die rechte Seite immer ausrechnen. Das heißt, x Quadrat minus x1 mal x minus x2 mal x plus x1 mal x2. Wir schreiben das mal ein bisschen um. Das x Quadrat ist ja komplett rein vorhanden, aber hier haben wir zweimal den Fall x1 mal x und x2 mal x. Das heißt, wir könnten hier das x natürlich ausklammern. Das heißt, wir haben hier minus x1 plus x2 mal x und hier hinten x1 mal x2. Und jetzt könnt ihr es schon sehen. Der Vorfaktor vor x, das haben wir vorhin p genannt, und die Zahl, die Konstante, q. Wir haben also p und q gefunden. Das heißt, wir haben einen Zusammenhang zwischen den Nullstellen und den p und q gefunden. Also wissen wir, p muss immer sein minus x1 plus x2 und q ist einfach x1 mal x2. Wie soll uns das Ganze nun helfen? Nun, wir sehen ja q eigentlich immer recht deutlich in unserem Fall hier oben, dass ich uns ausgesucht habe, x2 minus x minus 12. Dann können wir die Teile auch recht schnell finden, also durch die 12 ist teilbar durch die 2, durch die 3, durch die 4, natürlich durch die 1 und die 12 auch. Also das heißt, wir können hier zum Beispiel überlegen, einfach mal ansetzen, x1 gleich 1 und x2 gleich, wenn ich das minus 12 durch 1 teile, minus 12. Wenn ich das jetzt hier sehe, ich muss x1 plus x2 ausrechnen, 1 plus minus 12 macht minus 11, Vorzeichenwechsel als 11, p wäre 11. Naja, das stimmt nicht ganz. Wir können also ausschließen, dass das ja Nullstellen wären. Wir sehen auch noch andere Möglichkeiten. Wir können uns zum Beispiel überlegen, x1 gleich 3, x2 gleich minus 4 dann logischerweise. 3 mal 4 gibt minus 12. 3 plus minus 4 gibt minus 1. Also ich muss das Vorzeichen wechseln, also aufpassen. Das heißt, wir haben plus 1 als p, stimmt auch nicht. Aber das ist jetzt kein Problem, wenn es nicht genau so passiert ist, dass wir das verkehrte Vorzeichen haben, muss ich nur diese zwei Vorzeichen tauschen. Das heißt, minus 3 und x4 erfüllen diese Bedingung. Wir haben nämlich q ist dann minus 3 mal 4, also minus 12. Und p ist minus, ja, minus 3 plus 4 ist also minus 12. Wir hätten also hier auf recht schnelle Weise unsere Nullstellen auch bestimmen können, also alternativ. Das klappt natürlich nicht immer. Stellt euch mal vor, ihr habt da nicht Nullstellen minus 3 und 4, sondern minus 1,5 und 2,7. Dann seht ihr das nicht so einfach. Aber hin und wieder beschleunigt es die Sache ganz einfach. Nun klickt mal wieder auf www.lyrhelda.de vorbei oder schaut einfach mal bei Facebook auf unserem Account. Dankeschön.